Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2, unserem Geheimprojekt hier unten. Wir sind hier schon einige Seetang-Gewächse fertig und ich habe hier auch schon mal getestet, ob das gedanklich überhaupt so funktioniert, dass ich hier mit einem Pisten den Seetang abernten kann. Und das funktioniert, das heißt, wir brauchen hier noch ein paar Pistons, ein paar mehr, einige mehr. Zumindest erstmal. Dann brauchen wir Eisen und Redstone. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was. Und die können wir dann hier nämlich schon platzieren. So, leider kommen die Items hier nicht raus. Dann müssen wir halt mal kurz rein. So, warum backe ich hier im Sand rein? So, die Pisten sind platziert. Ups. Ey. Teures Glas. Dann kann der Seetang hier jetzt schon mal wachsen. Ich könnte auch hier den Servicezugang machen. Dann müsste ich nicht hier die Struktur schön verändern. Ich habe keinen Cleanstone mehr. Doof. So. Hier haben wir nämlich auch schon eine Piste und das funktioniert. Das habe ich schon getestet. Ich hole mal gerade ein bisschen Cleanstone, dann können wir hier die Höhle wieder ein bisschen zumachen. Haben wir ja noch einiges. Oh. Ja, ich habe ziemlich das ganze, den ganzen Cleanstone, den ich habe, in Steine umgewandelt. So. Also, die Technik funktioniert schon mal, das finde ich gut. Ich muss mal hier gerade ein bisschen natürliches Ende der Höhle schaffen. Vielleicht hätte ich das so machen sollen, dass ich auch noch zurückkomme. Was ich leider festgestellt habe, ist, dass die anderen hier gar nichts weiter gebaut haben. Hey, ich dachte, ich komme zurück und hier ist wieder mega was entstanden. So, ich denke, ich werde... Nee, das soll ja automatisch funktionieren. Von dem her brauchen wir hier keinen Button oder sowas. Jetzt habe ich wieder alle von den anderen Steinen weg, gell? So, Fackel, das ist alles, muss alles gleich aussehen. So, und dann werden wir aber auch wirklich. Ich weiß halt noch nicht, wie ich den Seetang oben abfisch. Das weiß ich noch nicht. Da oben schwimmt nämlich schon welcher, den ich hier mit der Piste geerntet habe, sozusagen. Ups. Und das treibt alles nach oben. Achso, ich habe gar keine Pistons mehr. Drei weitere, ich brauche noch ein bisschen Cobblestone. Ich ernte den jetzt hier mal so ab und hoffe, dass ich davon ein bisschen was krieg. Also das ist halt noch die Frage, wie wir es hinkriegen, dass wir hier nicht sterben. Dass der Seetang oben abgefischt wird. Ich brauche noch mehr Cobblestone, das gibt's ja nicht. Egal, Boden muss sowieso noch neu. Kommt ja Diorithin. So. Und noch ein bisschen.
bisschen Holz. Ah, zu wenig. So, jetzt haben wir genügend Pistons. Kriege ich die Ressourcen dann noch raus? Okay. So. Ein Diorit-Hammer noch. So, das ist die Grundstruktur. Jetzt gehe ich wirklich hier weiter. Weil sonst wird es ein bisschen komisch. Hey, da muss doch auch irgendwann in die Höhle kommen. So, da kommt dann die die Eingangstüre. Dann können wir hier zwei Kisten draufsetzen. Warte. Sorry. Haben wir gerade mal ein paar Kisten. Ja. Hä? Warum sind die jetzt einzeln? Interessant. Ist aber egal. So, warte. Passt eigentlich, wenn ich das so mache. So, wir haben jetzt hier die Pistons. Das heißt, wir brauchen hier einen Redstone-Signal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hier gibt es halt Diorit. Das ist ja sehr geschickt. Also es geht mir jetzt hier eigentlich nicht darum, dass ich das hier mega geheim halten will. Im Moment schon noch, aber es wird später natürlich eine öffentliche Farm. Also da werden auch die anderen davon profitieren. Mit Sicherheit. Ich möchte nur im Moment, da ich das eben baue, möchte ich meine Ruhe sozusagen haben. Man konnte irgendwie Redstone-Signale setzen. Nee. Das ist doof gesagt. Natürlich kann man Redstone-Signale setzen. Man kann, wie heißen die denn? Repeater bauen. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wie das ging. Müsste ich eventuell gleich mal nachgucken. Ich glaube, es war damit. Und dann noch ein Hebel oder so. Probieren wir gerade mal aus. Ich google mal schnell.
So, ganz easy, Cleanstone, Redstone Torch und Redstone. Davon werden wir uns jetzt ein paar Mal machen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz wieder. Beziehungsweise Sticks und Redstone Torches. So, Redstone und Cleanstone. So. Weil, wenn wir das jetzt einfach so platzieren, dann ist es viel zu schnell. Wir müssen, glaube ich, noch eine zweite Uhr bauen. Also wir müssen eine Uhr bauen und dann von dort muss das Signal einmal wegführen. Wird jetzt erstmal behelfsmäßig hier. Weil es muss ja nicht dauernd ein Redstone-Signal gesendet werden. Das ist ja Blödsinn. Müsste aber dann auch reichen. So. Dann. So. Dann Redstone in die Ecken. Und dann setzt man die Uhr noch ganz hoch. Dass es ein mega langes Signal gibt. Und nicht so schnell aufeinander. So, warte. Müsste passen. Wir brauchen hier noch einen Impuls. Das heißt, noch eine Redstone Torch. Eventuell. Vielleicht machen wir das da ins Eck mal kurz. Seht ihr? Und die Uhr läuft jetzt. Die läuft jetzt immer im Kreis. Sogar noch ein bisschen zu lange. Dann könnte man noch. Es ist schon recht schnell. Das wird wahrscheinlich ein paar Lags verursachen. Kann ich hier weggehen? Kriegt er ein Signal? Nee. Nein! Okay, kaputt gemacht. Okay, warte, dann müssen wir hier weggehen. Einmal zu denen hier. Zu den Pistons. Zwei, drei. Und dann gehen wir hier noch weg. Dann müsste das passen. Hier haben wir hohes Signal, jawohl. Hier auch. Gut, dann schmeißen wir die ganze Geschichte mal an. Mit einem Redstone Torch. Hä? Da passiert nichts. Warum nicht? Muss ich eins noch hoch?
Ah, so. Ja, die schieben das da raus. Aber die steigen gar nicht nach oben. Und ich muss echt sagen, das ist viel zu schnell. Das ist zu schnell. Wir müssen noch eine größere Verzögerung reinbauen. Ja, haben wir vielleicht nochmal hier so ein paar Sternchen hier. Also ihr seht schon, wie es werden soll. Ich werde mir da bis zur nächsten Folge noch was überlegen, dass das wirklich funktioniert. Weil der Trigger ist ja viel zu lang. Oder ich löse es eben manuell aus. Könnten wir auch machen. Ups. Ich glaube, die habe ich dran gelassen, ja. So, dann setzen wir hier einfach mal einen Hebel hin. Sind jetzt alle mal abgeerntet und sollten nach oben fließen. Die hier funktionieren, weil hier sind schon überall Source-Blöcke. Hier drüben ist es noch nicht. Da ist nur bis hier Source-Block, beziehungsweise bis hier. Wenn das alles fertig ist, dann werden die alle nach oben geschwemmt. Das ist eigentlich auch okay, wenn wir das so machen. So, das war's aber dann von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffe ich doch. Bis dahin. Ciao. Warte, hier fehlt noch was. Das können wir so nicht machen. Ich mache es so. So ist gut. Also, haut rein, bis bald. Ciao.